Dann. Ja, würde ich sagen, starten wir mal hier mit dem mit der Raid-Geschichte. Kahuku, morgens. Jo, das ist doch mein Gerät. So, ich hoffe, damit sind wir jetzt ein bisschen besser unterwegs hier. Letztes Mal habe ich ja wirklich richtig kläglich versagt mit dem Monster Truck. Dieser kleine Bulldozer da kann es mit allem aufnehmen. Das hilft mir echt nicht, wenn du das Ding hier Bulldozer nennst. Denn dann fühle ich mich gleich wieder, als hätte ich das Ding wahrscheinlich gar nicht unter Kontrolle. Ja, ganz ruhig hier. Ey, lass mich in Ruhe. Hör auf, mich so abzudrängeln. Hey! Vor 10 Minuten sind wir damit fertig geworden. Er verschlingt jeden Quadratkilometer Sumpfland für dich. Oh, fuck, Alter. Wenn du darum bittest. Alter! Ja, das fürchte ich auch. Scheiße, ich bin am Stief. Oh, fuck, ey. Ich hasse das, sowas machen zu müssen mit Zurücksetzen und so, aber ich bin voll am Ziel vorbei. Das war aber komisch, weil die Ideallinie ging außerhalb des Ziels längs. Habt ihr es auch gesehen? Also, meiner Meinung nach ging die Ideallinie gerade außerhalb des Ziels längs. Ja, die Frage ist doch, die Gegner halt. Und das Handling des Fahrzeugs. Das ist tatsächlich, das muss man sagen. Also, auch wenn das Handling wesentlich halt. Es ist halt sehr viel spürbarer als vor, was das Fahrzeug tut. Und das Fahrzeug reagiert auch viel direkter auf das, was man macht, als in den vorherigen Teilen von The Crew. Aber. Der Haken ist, dadurch, dass es ein bisschen simulationslastiger ist, sind die Fahrzeuge zum Teil viel schwieriger zu fahren. Also, dass die Fahrzeuge teilweise viel schwieriger unter Kontrolle zu kriegen sind. So wie die Geschichte hier, die wir gerade fahren. Hat er gegolten? Ja, doch, okay, gut. Alter, das wird ja niemals hier was werden. Ja. Wäre der Teufel hinter dir her. Es ist aber niemand hinter mir her. Noch nicht zum Glück. Sie haben mich noch nicht überrundet, aber ich muss jetzt irgendwie mal an die anderen Leute hier mal wieder rankommen. Das ist eher so mein Punkt. Ja. Und mach dir ruhig die Reifen danke für den Hinweis. Aber das hilft so erstmal noch nichts. Ich muss irgendwie erstmal wieder zu ihnen aufschließen. Und ich fürchte, dass ich das nicht mehr schaffen werde. Oh, fuck. Der Song ist so gut. Achte nicht auf mich. Hör einfach zu und lass ja, das mit den Songs, das haben wir jetzt schon so oft gesagt in diesen Rennen. Das betrifft uns natürlich jetzt nicht so wirklich, weil ich halt den Dings-Modus anhab. Ne, den Streamer-Modus. Ja, hast du recht. Ich habe halt den Streamer-Modus an, das heißt, uns betrifft das nicht wirklich, wenn er da immer irgendwas über die Musik labert, weil die halt nicht... Ja, damit haben wir komplett verkackt. Das müssen wir leider nochmal starten. Ich hatte ja gehofft, dass man einfach so weiterkommt, aber weil ich eigentlich nicht so ein Fan davon bin, von diesem immer wieder Sachen neu starten. Also ich finde, wenn man verkackt hat, hat man verkackt. Ich spiele heutzutage Spiele gerne so, also irgendwie das, damit, mit diesem immer wieder neu starten, damit habe ich wirklich eigentlich so mit, keine Ahnung, 14, 15 Jahren oder so aufgehört.
seitdem bin ich eher so irgendwie so da der Realismus-Typ und denke mir so, okay, wenn ich verloren habe, habe ich verloren. Aber es gibt halt leider immer so Spiele, die dann doch sehr viel Wert darauf legen, dass man halt irgendwie gewinnt. Bei dem Spiel ist es zum Glück so, dass es wenigstens nur von einem erwartet, dass man unter die Top 3 kommt. Das heißt, man muss, also meistens kommt man mit seinem eigenen Skill noch hin. So, mich stört das manchmal, wenn ich jetzt halt heutzutage so alte Need for Speed Spiele spiele oder so, die halt wirklich, damit man weiterkommt, halt immer von einem verlangen, dass man Erster wird in dem Rennen. Das finde ich halt so ein bisschen albern. Hallo. Oh fuck, jetzt ist er wieder ganz außer Kontrolle. Ey, bitte lass das. Autos hier halt alle. Ich hasse diese Muscle Car Reihe eigentlich. Ich hätte das. Warum habe ich mit dieser blöden Muscle Car Reihe angefangen? Weil die Autos, die brechen halt alle so krass aus immer. Die sind halt echt blöd, die Muscle Cars, ehrlich gesagt. Aber gut, was will man machen, ne? Das sind halt Muscle Cars. Und ich mag ja auch Muscle Cars, aber da muss man sie ja nicht fahren mögen in Rennen. Denn ich finde, es ist ein Unterschied zwischen dem schicken Aussehen eines Muscle Cars, dem schicken Motor, dem coolen Motorensound und dem Spaß, damit irgendwo rumzuheizen und dann wiederum der Situation, mit so einem Muscle Car ein Rennen gewinnen zu müssen. Das ist halt was ganz anderes. Zumindest, wie gesagt, in einem Spiel, was dann doch irgendwie einen etwas physikalischeren Ansatz jetzt fährt. Ein bisschen mehr Realismus in Fahrphysik. Oh Gott. Oh, oh, oh. Ja, schön einfach gerade halten. Danke. Einfach wieder gerade ziehen. Das Einzige, was man hier anscheinend machen kann bei dem. Eine Rampe. Einfach versuchen, ihn irgendwie wieder gerade zu ziehen. Der Teufel ist aber nicht in. Warum bin ich jetzt schon wieder Letzter? Dritte und letzte Runde durch den Sumpf. Ja. Leg los und mach dir ruhig die Reifen schmutzig. Danke. Los, die haben dir gar nichts zu melden. Na, anscheinend ja schon. Bleib im Sattel, Cowboy. Wie, wenn ich jetzt wieder auf einem drauf lande und komplett weggeschleudert werde. Das ist mir ja auch schon passiert. In einer der letzten Aufnahmen. Der Song ist so gut. Achte nicht auf mich. Hör einfach zu und lass die Zähne spucken. Dass die Zähne spucken. Ich glaube auch, ey. Eine Gerade. Zeit für Nitro. Sechster Platz reicht nicht. Ich muss einen höheren Platz kriegen. Fuck. Wie soll ich das denn jetzt schaffen, ey? Okay, ich bin gerade ein bisschen. Ich verliere gerade ein bisschen den Mut bei diesem Rennen. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich am Ende hier tatsächlich als Drittplatzierter rausgehen soll. Also. Wenn ich das jetzt noch so ein, zweimal probiere. Guck mal, jetzt hat der mich zum Beispiel einfach wieder überholt beim Sprung. Und bin jetzt Sechster. Das war jetzt nicht sehr geil. Ich habe nicht mal den fünften Platz halten können, weil der mich einfach wieder überholt hat. Richtig Forza-Style. Okay, einmal kurz. Neu konfigurieren, ne? Was ist denn das hier? Ist denn da, aber da ist doch. Hat er sich umgestellt, die Schwierigkeitsgrad? Nein, der ist immer noch genauso, wie er war, auf Mitte. Ich probiere das einfach nochmal. Wie gesagt, eigentlich schätze ich das ja gerade ein bisschen in diesem Spiel, muss ich auch wieder sagen. Weil ich finde es eigentlich wirklich cool, dass es halt so läuft, dass man halt wirklich das ein bisschen... Dass mal wieder so ein Spiel ist mit einem Schwierigkeitsgrad, so wie die Spiele früher waren. Dass man halt wirklich sowas auch ein paar Mal versuchen muss. Und das Spiel belohnt einen halt auch, wenn man besser wird. Das finde ich wirklich gut bei dem Spiel jetzt gerade. Vorher war ja The Crew jetzt gerade nicht so der King of Progress und guter Kampagne, die irgendwie, ja wie gesagt, von Progress belohnt wird. Aber hier, das hier ist sehr, sehr cool insofern. Es ist nicht so wie bei Test Drive. Bei Test Drive finde ich es immer noch sehr geil, das Konzept mit, dass man tatsächlich sozusagen gezwungen wird, für bestimmte Sachen halt bestimmte Autos aus bestimmten Klassen halt immer wieder zu kaufen.
Hier finde ich es aber, was ich hier sehr cool finde, ist tatsächlich vom Progress her, dass, wie wir da eben gesehen haben bei den Schwierigkeitsgrad-Einstellungen, je mehr Hilfen man ausschaltet und je höher man die KI einstellt, desto mehr XP kriegt man halt für jedes, desto mehr kriegt man halt für jedes Rennen. Ich weiß nicht, ob auch Geld oder nur XP. Habe ich nicht genau drauf geachtet. Aber ich finde das Konzept erstmal schon mal sehr gut. Jetzt mal unabhängig davon, ob man halt auch mehr Geld kriegt. Runde 2. Licht aus dem Rhythmus kommen. Bleib vorne. Ja, das versuche ich. Haha, bleib vorne. Dafür werde ich vielleicht erstmal vorne sein müssen. Ob Schlamm, Wasser oder Büsche, nichts wird dich aufhalten. Außer die anderen Fahrer. Und ich selber. Ich selber werde mich aufhalten. Okay. Zweifle ich eigentlich zu viel an mir? Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit ein Zweifler geworden. Uhu. Ich finde es ganz gut, so lerne ich es halt auch mal wieder. Also das Tolle ist, dass das Spiel, wenn man tatsächlich gerade momentan nicht so gut in Rennspielen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Tolle, dass das Spiel tatsächlich die Fähigkeit, also die, das Spiel hat das Potenzial, einem tatsächlich das gut in Rennspielen fahren wieder beizubringen. Und das ist, finde ich, eine Rampe. Ich muss sagen, das ist halt schon mal eine sehr geile Sache für ein Spiel. Also es tun halt nicht, das können halt nicht viele Spiele von sich behaupten, dass sie das Potenzial haben. Dritte und letzte Runde durch den Sumpf. Leg los und mach dir ruhig die Reifen schmutzig. Weil das Spiel einen hier halt wirklich ein bisschen fordert, aber halt auf eine Art und Weise, muss ich tatsächlich doch sagen. Erst war ich frustriert am Anfang bei der Beta ein bisschen. Von diesem, wie die KI einem halt so wegfährt, wie halt auch, was ich halt auch viel bei Forza immer erlebe. Zumindest wenn man mit Lenkrad spielt. Aber tatsächlich muss ich sagen, das hier ist halt eher so, dadurch, dass eben, wie gesagt, das Handling so gut ist, es ist eher so, dass es dir das wirklich, ja, dich motiviert und beibringt, dir das immer wieder einfach besser zu machen, selber einfach besser zu spielen. Scheiße. Oh, fuck. Das hat's wieder, das war jetzt wieder das Ende. Das, ich glaube, das, jetzt habe ich wieder keine Chance mehr. Oder? Fuck. Bin ich jetzt schon wieder an dem, nee, gut. Oh, ich bin nicht an dem, ich dachte gerade, ich wäre jetzt schon wieder am Checkpoint vorbei. Gegen diesen blöden Typen, der mich da gerade so weggedrängelt hat. Aber es bringt nichts. Ja, es bringt nichts. Ich bin Vierter. Vierter bringt mir gar nichts. Und der da überholt mich jetzt auch schon wieder während des Sprungs. Wetten? Nee, wieder nicht. Aber trotzdem. Oh, ey, ich drehe durch. Ja, der Wagen glitscht schon wieder am Boden. Was hat sich was? Ich hab. Was? Nein, offensichtlich kommst du langsam in Schwierigkeiten. Warum machen, warum muss das stehen, nicht warm? Weil etwas gemütlich und senken Schwierigkeiten so gerade irgendwie nicht. Nein. So, wir müssen es nochmal neu starten, okay. Das sehe ich überhaupt nicht, die Schwierigkeitsgrade senken. Also wie würde ich mich denn blamieren, wenn ich das halt eben, wenn ich halt nicht mehr in der Lage wäre, irgendein Rennspiel auf einen Schwierigkeitsgrad, also auf mit genau mittlerem KI-Schwierigkeitsgrad halt zu spielen. Das ist halt immer tatsächlich schon so mein Goal. Also für mich ist das, für mein eigenes Selbstwertgefühl wichtig, wenigstens den genau mittleren KI-Schwierigkeitsgrad so eines Spiels hinzukriegen. Aber vielleicht, also ich will es nicht, also ich will jetzt auch nicht auf nichts schwören oder so, vielleicht wird es mal vorkommen, dass wenn mal irgendwann mal ein richtig, richtig schweres Ding kommt, was wir gar nicht knacken können hier in so einer Playlist, dass ich dann doch mal auf Stufe 2 runterstelle. Aber das wäre schon echt, also
das wäre schon echt so die letzte Dings. Also das ist der allerletzte Ausweg, dass ich das ganz auf KI-Stufe 2 runterstelle. Weil es für mich so ein Armutszeugnis meiner Racing-Skills wäre. Das gilt auch für diese Rampen. Volle Bulle. Ja, ganz ruhig. Gib mir Mühe. So, hier einfach ein bisschen vorsichtiger fahren. Man muss ja gar nicht drüber nachdenken. Genau. Man muss ja nicht drüber nachdenken, man kann ja einfach nach Gefühl fahren. Ich muss ja nicht Erster werden, ich muss ja in Anführungsstrichen nur Dritter werden. Insofern lohnt sich das auch gar nicht, hier so irgendwelche riskanten Sachen zu machen, bei denen ich hier sonst eben wieder, bei denen wieder der Wagen so doll ausbricht, dass ich hier komplett in der Botanik lande. Eine Rampe. Spring, als wäre der Teufel. Ja, ich weiß es doch. Mach ich doch auch. Spring immer, als wäre der Teufel hinter mir her. Ich meine, wie soll man auch sonst seinen Tag verbringen, anstatt zu springen, als wäre der Teufel hinter einem her? Ich meine, das ist doch meine Lieblingsbeschäftigung. So. Komm. Das schaffen wir. Irgendwie schaffen wir das. Komm, den Fähnchen müssen wir schon noch kriegen. Achte nicht auf mich. Hör einfach zu und lass die Zähne schauen. Boah, du und dein Song. Der redet die ganze Zeit immer schon von den Songs, die mir natürlich überhaupt nichts bringen im Streamer-Modus. Weil ich zwar zum Glück Musik hab, aber natürlich nicht die gleiche. Also das ist ja hier bei dem Spiel so mit dem Streamer-Modus, falls ihr jetzt halt eben die anderen Videos ja noch nicht geguckt habt. Scheiße! Oh, komm, bitte jetzt nicht komplett ausbrechen. Komm, das kann ich mir nicht leisten. Oh nein! Oh, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt kann ich wieder nicht mehr Dritter werden. Ey, warum geht das denn so schnell? Ja, und der hat mich wieder einfach übersprungen. Jetzt bin ich schon wieder... Ich bin schon wieder Fünfter, ey. Okay. Es ist auf jeden Fall so, dass hier der Streamer-Modus tatsächlich... Also man hat Musik, die ist auch fürs Spiel extra kuratiert. Also sie kommt jetzt nicht von mir oder so. Ist jetzt keine Playlist oder sowas von mir, sondern... die ist vom Spiel, aber halt eben Epidemic Sounds Music insofern halt unproblematisch für YouTube und das finde ich ganz wunderbar. Wahrscheinlich ist die echte Musik halt, auf die sie da eben, ne, Referenz, also auf die sie sich da beziehen in den Aussagen da, in den Voice Lines, die ist wahrscheinlich echt nochmal besser. Das können wir jetzt halt natürlich nicht rausfinden, so wirklich. Solange ich hier streame auf YouTube oder aufnehme. Aber, ja. Das ist halt wirklich spannend, weil es ist halt echt, also ich finde, was das halt angeht, ne, hier mit den Schwierigkeitsgraden und so, hat es halt echt mehr ein bisschen was von einem Track Racer, weil es halt echt so, es ist so dieses Ding von wegen, du musst die Strecken tatsächlich trainieren. Weil du kannst ja hier durchaus, also man merkt es ja jetzt gerade, wie ich gerade eben den Start gekriegt habe, man kann ja hier tatsächlich gut werden und so, wenn man von vornherein, also wenn man die Strecke ein bisschen kennt. Es hat halt wirklich viel damit zu tun, die Strecke kennenzulernen. Wenn ich das jetzt wiederum mir angucke, dann denke ich jetzt natürlich so, okay, was dem Spiel vielleicht ganz gut stehen würde, wäre sowas wie Test Drive hat, nämlich diese Probefahrt, dass man so die Strecke einmal alleine vorher testfahren kann, bevor das Rennen losgeht. Das gilt auch für diese Rampen, volle Bulle. Das würde dem Spiel vielleicht sogar ganz gut stehen eigentlich, das Feature. Okay. Hat sich aber wohl keiner drüber Gedanken gemacht, dass das was sein könnte.
Teich. Nicht drüber nachdenken. Also ich meine, gut, mir wäre es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt eingefallen, wenn ich jetzt so ein Spiel da programmiert hätte. Ich wäre jetzt auch nicht unbedingt auf die Idee gekommen, dass sowas vielleicht Sinn macht. Da hat man halt andere Sorgen. Oh nein, 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 komm. Warum? Diese eine Stelle, warum? Was ist denn an dieser Stelle so kaputt hier? Das kann ich wieder vergessen, glaube ich. Das ist jetzt eine Chance, wenn ich jetzt gleich nicht, also wenn ich bis da hinten das nicht geschafft habe, dann weiß ich, ich muss das nochmal neu starten, das Rennen. Okay, das war's. Das war's. Der ist wieder ausgebrochen. Was ist das mit dieser Einstelle? Warum schaffe ich das nicht in dieser Einstelle? Warum bricht der Wagen da immer aus, wenn ich nicht super, super, super vorsichtig bin? Es geht da nicht um die Kurve und nichts. Es sind da nur so ein paar Hügel, die so gegensätzlich sind. Die sind echt flach. Das ist Rasen. Irgendwas ist da, ich weiß nicht genau, was da das Problem ist an der Stelle, weshalb der Wagen da halt so komplett austickt jedes Mal. Oh, und ich hasse das, wenn die immer direkt vor meiner Stoßstange bremsen. Hau ab, die fahren halt sehr aggressiv, tatsächlich, die KI, finde ich. Also so vom Stil her, also das mit dem Abdrängen und so sind sie halt, ist die KI halt tatsächlich relativ aggressiv. Nicht jetzt von wegen, dass sie, ne, nicht jetzt brutal aggressiv, aber halt, man wird halt hier schon sehr viel absichtlich abgedrängelt. So, und da ist jetzt wieder die Stelle, die blöde. Und ich hab's jetzt wieder nicht, also man muss hier relativ weit rechts treffen, damit man hier so entspannt die Linie kriegt. Aber wenn man das jetzt optimalerweise wirklich hinkriegt, ist mir trotzdem ein Rätsel. Und ich weiß nicht, wie da, das regt mich so auf. Ich weiß nicht, wie die es einfach machen, dass die mich halt jedes Mal wieder beim Springen einfach überholen. Dass die einfach über mich rüberspringen. Das ist ganz übel, weil da kann ich ja nichts machen in dem Moment. Okay. Also ich kann halt, also wenn mein Nitro da halt alle ist, ist mein Nitro da alle. Dann kann ich sie auch nicht verhindern. So. Und ich weiß, es ist gerade ein bisschen kontrovers, wie ich gerade hier die ganze Zeit im Rumwechseln bin, zwischen einerseits das Spiel die ganze Zeit zu loben hier und dann gleichzeitig wieder richtig rumzufluchen. Aber so bin ich halt. Eine Rampe. Dwayne. Spring, als wäre der Teufel hinter dir her. Das ist nicht der Teufel hinter mir her, es ist Jude hinter mir her. Dritte und letzte Runde durch den Sumpf. Leg los und mach dir ruhig die Reifen schmutzig. Bleib im Sattel, Cowboy. Ist so gut. Achte nicht auf mich. Hör einfach zu und lass die Zähne spucken. Okay. Das sind Runde 3 von 3. Nee, keine Zeit für Nitro. Das wissen wir mittlerweile. Keine Zeit. Alles nur keine Zeit für Nitro. Zeit für ganz kontrolliertes. Nein! Nein! Oh. Oh, und ich hab's wieder nicht, ich hab nicht doll genug gegengelenkt. So eine Scheiße. Und das ist wieder das genau der. Es ist wieder verloren. Diese eine Stelle, ich hab diesmal so genau versucht. Ich hab mich so viel Mühe versucht, das genau zu treffen, ne? Ich hab genau versucht, das zu treffen. Alter, das wird hier noch unsere. Das wird hier unsere Höllenquest hier. Mal gucken, wie lange wir hier dran noch sitzen. Das wird wahrscheinlich den ganzen Stream gehen. Das eine Rennen. Ey, hör auf. Dass immer dieser eine weiße Typ da direkt vor die Fresse fährt jedes Mal.
Das war echt gerade so gemein. Ich war jetzt gerade eben so kurz davor. Ich war mit richtig viel Abstand Erster. Ich habe dann so vorsichtig versucht, diese da reinzufahren in dieses Gebiet. Und halt mich rechts zu halten. Und es hat halt wieder nicht geklappt. Er ist halt so krass ausgebrochen, der Wagen. Guck mal, das ist auch hier blöd. Er wird halt so langsam, ne? Ich weiß nicht, wie die anderen die Geschwindigkeit so gut halten können. Mein Wagen kackt richtig ab. Gut gemacht, die hatten keine Chance. Weil ich kann halt nur... Ich kann halt dann so... Ich bin dann halt hier im fünften Gang. Wenn ich runterschalte, bin ich halt direkt im Limiter. Ich muss im fünften Gang fahren. Ich kann... Es gibt da keine Alternative für. Keine Berührung möglichst. So. Okay. Ich bin schon wieder nicht ganz da, wo ich sein wollen würde eigentlich. Ich muss noch vorsichtiger fahren. Irgendwie muss ich es hinkriegen. Ich weiß noch nicht wie. Aber irgendwie muss ich es hinkriegen, noch vorsichtiger zu fahren. Die überholen mich immer wieder. Der Hammer, der lahme Hammer, weißt du? Ich habe den Hammer mal gehabt. Oder bei The Crew 2 und The Crew 1. Und ich weiß, wie... Nee, bei The Crew 1 weiß ich gar nicht. Aber bei The Crew 2 habe ich diesen Hammer. Und ich weiß, wie lahm das Gerät ist. Das ist so ein lahmes Fahrzeug. Dreck, echt. Ah. Man schwitzt hier so eklig. Komm schon. Vor allem, je öfter ich das spiele, desto langweiliger wird es. Aber je mehr ich erzähle, desto schlechter kann ich mich konzentrieren. Und umso öfter passieren mir wahrscheinlich wieder Fehler. Weil das habe ich auch schon gemerkt bei diesem Spiel. Sobald ich hier anfange zu reden... Sobald ich tatsächlich beim Spiel anfange zu reden, geht immer alles in Bach runter. Also sobald ich anfange tatsächlich was zu reden, was zu viel Inhalt hat. Das ist mir in der Beta aufgefallen. Aber das hier, ich weiß nicht, was ich an der Stelle machen soll. Ich muss vorher das Nitro verwenden. Ich muss auf jeden Fall vorher schon das Nitro verwendet haben. Und wenn ich aber an der Stelle Nitro verwende, verwendet habe, fehlt mir das an der Stelle, weil dann immer jemand anders mit Nitro an mir vorbeiheizt. Und man muss, also man darf anscheinend hier keine Angst haben, zu weit rausgedrängt zu werden. Man nicht dann versuchen, gegenzulenken. Einfach damit leben, dass man fast gegen die Bande knallt. Das muss ich mir merken. Das ist... Scheiße. Das ist, bitte werde ich von der Bande gelenkt. Oh, das war jetzt aber echt Glück, dass ich gerade noch von der Bande gelenkt wurde. Aber der hat mich auch schon wieder... Weil da schon wieder mich jemand angerempelt hat. Und das Blöde ist halt da auch echt, dass es dieses mit dem Anrempeln... Dadurch, dass das Spiel halt eben keine funktionierenden Spiegel hat, was mich immer noch ärgert, ist es halt so, dass... man eben dieses Anrempeln vorher nicht sieht. Bei The Crew 1 und 2 war das immer nicht so doll ein Problem, weil die Spiele waren halt so chaotisch. Aber das Spiel ist halt hier weniger chaotisch. Wie gesagt, es hat so ein bisschen so einen Simulationsansatz dann doch. Und da wäre das halt mit den Spiegeln echt hilfreich, finde ich. Jetzt schön um den einmal schön sauber rumfahren. Hier einmal einlenken, genau, und dann so. Nein! Oh, wieso ist der so schnell, der Blöde? Eine Rampe. Wie kann der da so stark beschleunigen? Auch der! Wie können die mich da einfach... Ich fahre Fullspeed. Wie können die mich einfach so überholen? Die KI. Das ist halt sowas, was ich dann an KI hasse. Wenn die KI nicht fair genug... Also...
wenn die KI halt auf Perfektion programmiert ist und nicht auf Realismus programmiert ist. Weil halt eben niemand das schaffen würde, unter der Bedingung, aus dem Fahrzeug halt Fullspeed rauszuholen. Der Song ist so gut. Achte nicht auf mich. Hör einfach zu. Die KI schafft es aber. So, hier noch nicht hochschalten vielleicht. Das ist der Trick. Guck mal, da erst, hier erst hochschalten. Eine Gerade. Zeit für Nitro. Nee, hier ist Cut gar keine Zeit für Nitro. Hier ist Zeit für runterschalten. Nitro jetzt. Einfach hier mal vorsichtig, ganz gechillt, nur versuchen. Das Einzige, was hier zählt, ist, sauber um die Kurve zu kommen und dann vielleicht noch mit ganz viel Glück den da zu überholen, aber nicht von jemand anderem von hinten übersprungen zu werden. Da kommt der Überspringer von hinten. So, und wenn ich jetzt ganz viel Glück habe, dann überspringt er mich diesmal nicht, ey. Wehe, wenn mich einer überspringt. Oh, Alter. Hossa. Das war eine Geburt. Yes. Ich wünschte, das wäre ich, der da vorne steht. Also manchmal denke ich immer, das bin ich, dieser komische Typ, weil ich mir nicht merken kann, wie mein Charakter aussieht, aber ich bin die Torfnase da. Das war auch was, was mich ein bisschen enttäuscht hatte. Also, dass man jetzt also tatsächlich keine Bärte und nix, also dass man den Charakter nicht mehr customizen kann. Also das Grundprofil des Charakters, so. Wo ich mir so denke, so. Das fand ich auch bei The Crew 2 schon so komisch. Du kannst so relativ viel. Es gibt so viele Klamotten für den Charakter und so, weißt du, aber es gibt quasi nur 5 Aussehenstypen. So. Einmal männlich, einmal weiblich. Also insgesamt 10. Also das denkst du so, ja okay, aber also das geht ja auch anders. Also was wäre denn jetzt so schwer daran, dass ich jetzt halt eben zum Beispiel, wenn schon ein Charakter einen Bart hat und ein anderer nicht, dein nächstes Auto ist was wäre jetzt denn so schwer daran, der 2020er Mustang Shelby GT den Bart halt modular sozusagen deine zu machen? Gegner haben keine Chance. Oder dann halt sonst, wenn es nur bestimmte Gesichter gibt, dass man dann halt irgendwie dann bei denen die Hautfarbe ändern kann oder so, wenigstens. Um dann halt irgendwie doch ein anderes Gesicht nochmal zu kriegen oder so. Also das ist halt... Da haben sie ein bisschen gespart, fand ich. So, oh, der sieht gut aus. Nimm mal den.